Okay, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy. Wir fliegen zur Honigkönig-Ding, Honigbienen-Galaxie. Honigbienen-Königreich oder was? Ja, Honigbienen-Königreich. Ich bin Spencer, euer Let's Player. Und wir spielen Super Mario Galaxy. Das ist schon zum 2000. Mal Let's Play das Spiel. Das ist mir Wurst. Ich spiel's trotzdem, weil ich's mag. Wurscht, wir fliegen. Und wir fliegen. Und wir landen. Und bam, gelandet sind wir jetzt. Zack. So, oh mein Gott, jetzt gibt's hier einige neue Elemente, nämlich diese Dinger. Die kann man kaputt machen, wenn man Stammattacke drauf macht. Habe ich die Stammattacke schon erklärt? Da kann man so, zack. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Da ist irgendwas gewachsen. Da gehen wir gleich mal lang. Und, ja, hier kann man runterfallen, wenn man irgendwie nicht aufpasst. Und, was zur Hölle? Ich will doch diesen Block bestätigen. Bestätigen. Ja, okay, das geht zu lange. Ich gehe jetzt nach da drüben. So. Dann benutzen wir hier dieses Teil, um da hochzukommen. Wusch. So. Okay, Stammattacke. Da kann man eigentlich auch, wenn man so macht, zack, dann gibt es so eine andere Stammattacke. Also, wenn man vorher noch Drehsprung macht, dann macht er so mit den Füßen. Und damit kann man, damit landet der auf einen Gegner ziemlich präzise. Also, das ist so Homing-Attack eigentlich. Wenn dann ein Gegner in der Nähe ist, den man sonst nicht treffen würde, der fliegt dann zum Gegner hin. Zack. Und jetzt fällt hier alles runter. Machen wir Stammattack drauf und alles fällt runter. Alles geht kaputt. Wandsprung können wir hier benutzen. Ich glaube, hier ist die erste Stelle, wo man Wandsprung zwingend benutzen muss, oder? Dann gehen wir hier hoch. Ich finde diese Dinger so komisch. Guckt euch die an. Zack, da kann man gegenrennen und da kann man... Boom, ein Sternteil. Schnell einsammeln. Oh mein Gott, Wasser. Hier. Und zack, schnell weiter geht's. Und wir fliegen zu einem komischen Planeten. Der sieht total komisch aus. Zack, töten wir diese Piranhas. Ich mag sie nicht. Sterb, Piranhas. Na, meine Gott, was zur Hölle. Komm, zack, zack, töten. Kann man da auch drauf springen? Ich glaube nicht, oder? Doch. Das wusste ich gar nicht. Ich habe die immer anders zerstört. Und Gravity Jump. Nee, ging nicht. Kann man eigentlich auch machen, oder? Zack. Und zack! Jetzt werden die böse. Und bam! Man kann auch direkt Stammattacke drauf machen und das gibt ganz schön viele Sternteile. Guckt euch das an. Bam! Wir fliegen. Oh, schon 15 Leben, ey Leute. Das geht voll schnell hier mit dem Leben. Können wir gleich hier runterspringen, oder? Nee, warte mal. Ich will diesen Planeten noch ein bisschen angucken. Da gibt's eine Münze. Und was macht die? Oh, cool. Oh, gib her. Und ja, boom. Jetzt kann ich alles zerstören. Zack. 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 Oh, guckt euch das an, ey. Der explodiert gleich. Hier wird auch schön die alte Musik. Remix. Schön die Sternteile sammeln. Dafür mache ich das ja. Oh, Leute. Jetzt habe ich keine Sternteile gesammelt, eigentlich. Wenn ihr hier runterfliegen. Oh mein Gott, guckt euch die ganzen Sternteile an, wie wir kriegen. Okay. Ja, wir können eigentlich Stampfattacke. Da geht das viel schneller. Boom. So. Okay, was sagst du? Hallo. Oh, der Stinkkäfer hat unseren Wachturm übernommen. Okay, dann werden wir den Wachturm wieder zurückholen. Und zack. Seht ihr? Oh, das ging gerade nicht. Zack. Oh, da unten ist ein Dings. Den will ich mir holen. Ein Maxi-Pilz. Oder wie heißen die? Das wird, glaube ich, gerade gesagt. Kraftpilz, oder? Nee, da wird nicht erklärt. Okay, wir kriegen jetzt 6 Ding. Anstelle von 3 Kraft. Und können jetzt einiges mehr aushalten. Sehr gut. Ja, seht ihr, bei diesem Spiel kriegt man nur 3 Energie, aber ich finde das rechtfertigt, weil dieses Spiel ist wirklich viel einfacher als Sunshine oder 64. Okay, und wir haben diesen Schalter betätigt, da können wir jetzt das Windrad betätigen, bedingsen, was auch immer. So, wusch. Da können wir hier warten, wie bei Sunshine war das. Duck, duck, jump, jump. Wusch, 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 duck, duck, jump. So, und hier ist ein Stinkekäfer! Bam! So, oh, der hat einen Stinkekäfer auf seinem Kopf. Und wir haben ihn besiegt. Zack. Was? Du hast meinen Sohn getötet. Ich hasse dich. Ich bin rot jetzt. Und ich töte dich auch. Kannst du gleich deinen kleinen Sohn Gesellschaft leisten im ewigen Reich der besiegten Mario-Gegner. Und wir haben den ersten Stern in diesem Part. Boom. Sterne halten. Immer schön diese epische Musik, wenn man einen Stern kriegt. Als ob das was Besonderes wäre. Ich meine, da gibt es jetzt schließlich 120 davon. Das ist doch nichts Besonderes, wenn man einen davon findet. Eigentlich schon. Wir haben schon 7 Sterne. Uns fehlt nur noch einer, um zum Bowser-Kopf zu gehen.
Gourmet-Lumas aufgetaucht. Oh, seht ihr jetzt? Hier kamen Gourmet-Lumas. Und wenn man da zu denen geht und man hat halt einfach alle Sternteile, die man übrig hat, wenn man Sterne einsammelt, kriegt man dann hier aufs Konto geschrieben. Ich hatte da gerade 400 irgendwas. Aber wir können in eine neue Galaxie rein. Gut, gehen wir da mal. Umdrehbodengalaxie, cool. Ja, eben, wenn man übrig gebliebene Sternteile, die behält man dann auf ein großes Konto, das man dann halt bei der Sternwarte hat. Und, ja, mit denen kann man dann die Gourmet-Lumas füttern, die dann in der Sternwarte sind. Und da kommen dann ganze Galaxien werden dann entstehen. Durch diese Gourmet-Lumas, die beim Dings sind, die bei der Sternwarte auftauchen. Und diese Galaxie ist cool. Bäm! Und schon den ersten Schalter betätigt. So. Ja, hier kommen wir später noch hin. Oh mein Gott, weil hier taucht der Stern auf. Psst, aber das war ein Geheimnis. Warte mal. So, da. Bitte nicht wieder runterfallen, wie beim letzten Mal. Geh weg, du Blödes. So. Ja, ich glaube, ich muss da was betätigen. So. So, und hier rüber. Zack. Läuft doch ganz gut. Ja, okay, komm. So. Und wir haben schon alle betätigt, oder? Ja, ja, geh weg. So. Und da taucht auch schon der... Oh, das war... Oh, das ging viel zu schnell. Ich dachte, da kommt noch was. Das ist ein schneller Stern. Und Busch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Da ist ein Loch. Wäre ich fast runtergefallen. Und jetzt können wir diesen Typen benutzen als Trampolin. Zack. Und zum Stern. Oh Leute, jetzt haben wir erst 6 Minuten 45. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir diesen Stern so schnell kriegen. Sonst hätte ich eine andere Mission gemacht. Weil ich will eigentlich das Bowser-Teil dann erst im nächsten Part zum Ziel setzen. Oder was auch immer. Ich könnte euch den Gourmet-Lumas mal zeigen. Habe ich eigentlich genug? Ja, eine neue Stern ist eine neue Galaxie ist aufgetaucht. Wir haben ihre Basis entdeckt! Da musst du hin! Ja, wir speichern mal nicht. Geht viel zu lange. Ich kann nicht beim nächsten Stern speichern. Ich denke, wir können. Komm, wir machen noch das hier. Dann haben wir diese Terrasse hier vollständig. Jedenfalls alles, was wir haben können, oder? Gegenangriff der Stinkkäferfamilie. Oh mein Gott, die greifen schon wieder zurück. Ey, das gibt's doch nicht. Den Stinkkäfer. Oh ja, ich erinnere mich an diese Mission. Ich habe das Spiel von lange nicht gespielt. Ich glaube 2007 war, als es rausgekommen ist, habe ich das gespielt. Und kurz gerade vor einem Monat oder so, um das ein bisschen anzuspielen, weil ich wusste dann schon, als ich das Let's Play. Voll das große Geheimnis. Ja, ja, komm. Bam. Oh, ich habe mich verfehlt. Ist mir wurscht. Ich habe mich auch verfehlt. Ist mir wurscht. Ah, geh weg. So, da drüben müssen wir. Da können wir dieses Teil benutzen. Wusch! Und, oh mein Gott! Bam. Hätten wir auch beim letzten Mal machen sollen können. Dann wären wir ganz schön schnell hier hochgekommen. Ich glaube, diesen hier müssen wir besiegen, damit irgendwas auftaucht. Ja, oder? Nee? Muss ich alle besiegt haben, oder? Nee, ich glaube nicht. Gehen wir mal hier runter. Wupp, wupp, wupp. Ja, ja, komm. Oh, tschu, tschu, tschu. Ja, komm. Ja, ich kann auf den noch drauflaufen, habe ich gar nicht gewusst. Muss ich da gar nicht rüber, oder? Nee, ich glaube doch. Und ich zerstöre auch. Bam. Voll das Arschloch bin ich. Da ist noch. Ah, hier. Das brauche ich. Genau. Jetzt kann ich hier rüber hoch. Und da hochklettern. Jetzt kann ich hier rüber, oder? Hier irgendwo hoch. Was ist hier oben? Gibt's hier irgendwas? Ich weiß nicht. Gehen wir mal gucken. Ne, ich glaube, ich muss hier runter. Ja, genau. Ja, hier ist offen. Oh mein Gott, guckt euch das an. Ja, ich muss hier runter. Da ist die riesige Bienenkönigin. Die Nachbarn machen mal wieder Stunk. Kannst du mit ihnen reden? Skunk. Skunk oder Stunk? Ich schieße ein Dings auf dich. Du stirbst. Bam. Ich hasse sie. Boom, stirb. Wo schon? Bienenmario fliegt zum Bossgegner. Das hier ist ein Bossgegner, ja. So, wir haben schon 9 Minuten. Wir müssen uns beeilen. Uff. Auf dieses Teil drauf. Ja, ist voll einfach. Und so. Und Leute, oh mein Gott. Was passiert jetzt? Was kommt? Was erwartet uns? Oh mein Gott, ein riesiger Stinkkäfer. Wer hat das gedacht? Ich bin voll böse. Guck mich an. Wir können hier einfach fliegen und
Und zack. Stampfattacke drauf machen. Ja, das war wohl klar, oder? Denn auf seinem Rücken ist so ein Stampfattacken-Symbol drauf. Und jetzt fängt er an zu fliegen, weil er böse ist. Und ja, das kennen wir schon. Ich finde es irgendwie nervig, dass bei den Bossen immer so eine Cutscene gezeigt wird, wenn die wütender werden. Ich meine, das muss doch nicht sein. So, seht ihr? Oh, das ist voll ewig, geht das. Dann wird man auch irgendwie wieder zurückgesetzt. Wenn man irgendwie in einer coolen Stelle war, wo man den Gegner gut besiegen hätte können. Scheiß drauf, du wirst zurückgesetzt. Aber wartet, ich muss da hoch. Und, nein, warte. No. Verdammt, den habe ich nicht gekriegt. Oh mein Gott, der schießt Mist. Und der Mist explodiert. Der kann Kacke, die explodiert. Maschen. Und, oh, verfehlt, scheiße. Nochmal. Komm, ich mach das von hier aus. Oh, jetzt dreh da um. Das Arschloch. Komm, dreh nochmal um. Oh, verdammt, das schaffe ich so nicht. So, jetzt aber, jetzt kriege ich dich. Und zack. Nein, ich bin geblufft. Oh, verdammt, der hat sich gedreht, das Arschloch. Ja, da drüben hat es noch eine Dings. Wenn man im Fall, wenn man getroffen wird und das Bienen-Dings verliert. Bienenanzug. Komm jetzt her, komm her, los. Oh, verdammt, ey, ich krieg den nicht. Wie schlecht. Ja, das ist ziemlich Glückssache, ob man den trifft oder nicht. Zack. Seht ihr? Boom, oh, voll auf den Kopf hab ich den getroffen. Ah, es tut mir so weh, der Kopf tut mir so weh. Und wir kriegen den Stern. Das ging länger, als ich dachte, ey, guckt euch das an. Wir haben 3 Sterne gekriegt in diesem Part, oder? Wusch. Was ich auch schade finde, guckt, man verliert das Bienenkostüm, wenn man einen Stern einsammeln will. Das finde ich schade. Das wäre voll cool, wenn Bienen-Mario den Stern einsammeln würde. Aber naja, man kann nicht alles haben. Okay, Leute, das war's für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.